So, okay. Ja. Gucken, was uns hier erwartet. Ach, das ist der Fall. Oh, da sind welche unterwegs. Okay, gut. Oh, Schrot, Moon. Was ist das denn für einer da hinten? Den krieg ich ja so schnell gar nicht kaputt. Lol, warte mal. Ja, dann lad halt nach, du Lauch. Von der Seite. Oh, da kommt die jetzt auch noch rein. Boah. Ja, guck mal, da ist nicht flach. Oh, das ist jetzt kein Risiko. Boah, an die Wand genagelt. Das nervt ja aber. Ja. Ist gut. Na. Werd mal nicht frech hier. Wir werfen uns auch noch mit Granaten. Ah. Wow. Alter, kommt der ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Alter. Leckum. Damit rechnet keiner, wenn man hier oben steht. Kommt da noch einer? Warum kommt da keiner? Das ist das geilste Versteck ever hier oben, ey. Wer ist da, wenn er da oben ist, aber wenn er mich dann. Ja, mach schon auf da. Warte noch mal eben kurz. Durch die Musik kann man das echt schlecht einschätzen. Okay, ich hab's. Wow. Heavy Metal, Alter. Hier jetzt ab in dem Spiel, ey. Nicht so weich, Eier. So. Gucken wir mal, ob wir unten. Oh, was? Oh. Oh, nice. Wollen wir nicht? Bauen wir uns mal hier durch. So. Ah, ist nichts drin. So, jetzt mal hier. Ach, komm schon. Bleib mal da an der Wand hängen. Oh, die Tür geht aber schon. Ja! Oh! Oh Mann, da kommt dann aus dem Ding sowas raus. Da geht er runter. Okay, da kommt der Saal an, dann gehe ich darüber.
Was zum Geier? Noch einer? Oh, noch einer. Oh, Leute, was tut ihr mir hier an, ey? Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Lauf, let's go! Weg, du Ass! Ja, dann sammle ich beides auf. Oh, mit dem ist aber langsam unterwegs. Oh, leer, scheiße. Wow, alter Verwalter. Ja. Stehen natürlich jetzt beide da und patrouillieren mich da jetzt an. Muss da rein, los. Oh, Alter, ich krieg voll Muffensausen, ey. Weil die so schnell laufen mit den Dingen und ich, mach voll. Ja, der kommt doch noch hier runter. Ist ja so typisch. Oh oh! Lauf, Blazkowicz! Lauf! Das war knapp. Aber die zwei haben wir. Geil! Der eine kommt jetzt hier. Drei Stück, ey. Meine Fresse. Ja, der kommt jetzt darüber. Hinter den Kisten kann er sowieso nichts machen jetzt. Da bringt doch die beste Schießerei nichts. So, den machen wir uns jetzt mal wieder voll hier. So. Wir haben aber noch gut 100. Aber wir müssen erstmal hier hinlocken. So, mal nachladen. Den haben wir gleich. Der muss jetzt hier rüberkommen. Hier kann man jetzt mal aufladen. Hier sind wir auch. Ah, leider. Die eine gegen die andere aufgehoben. Oh, trockener Hals. Nee, will ich aber nicht haben. So. Wo haben wir denn, genau. Wie sieht's denn mit unserem, haben wir den aufgeladen? Doof, Mann. Die will ich haben. Okay. Alter, hier geht's ja ab in dem Spiel. Das ist ja Porno-Ralle, ey. Ich hab doch Munition. So, Mann. Krass, ey. Krass geil. Also, das heißt, wenn du dich aus dem Schwierigkeitsgrad, Alter, da haben die aber auch. Oh, Junge, Junge, Alter, der konnte aber viel einstecken. Oh, Schrotgewehr. Jawohl, da nochmal was mit Looten hier. So, soweit waren wir fertig. Wir haben 100, 100. Mehr geht sowieso nicht. Wir haben das Ding. Moment, hier war noch was. Hier habe ich gerade irgendwas gesehen. Ah, ach so, hier ist ja vorhin einer. Hier sind ja vorhin welche lang gelaufen.
Wir wollten uns ja an den Karren pinkeln. So, warte mal. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier rein. Warte mal, von der anderen Seite, denke ich mir mal. Oh. Und jetzt hier. Alles klar. Yes! Der Blesko-Zug. Aufspringen! Die nächste Mitfahrgelegenheit ist da. Das war doch ein Spaziergang, oder? Nein. Okay, nun. Ich mache mich an die Arbeit. Ein Bekannter von mir macht die Transportfahrten zu den Schiffswerften. Alles klar, Horst? Du, nimm nicht zu viele Kisten, sonst merken sie, dass etwas nicht stimmt. Ja, klar. Voll der Horst, ey. Wir versorgen die U-Boote des Regimes in Europa mit Torpedos. Verstecken sie sich in diesem Torpedo hier. Horst schmuggelt ihn ins Hauptlager. Und sie wachen in einem U-Boot wieder auf. Sobald das U-Boot uns gehört, fahren wir damit zu Sets Versteck. Und falls ihnen Matrosen in die Quere kommen... Peng, peng, gute Nacht. Luftlöcher. Okay, Johnny. Fahrt dann mal rein in den Torpedo. Wenn Sie an Bord des U-Boots sind, bringen Sie dieses Ding in den Funkraum und lassen Sie die Antennenboje steigen. Wir brauchen Funkkontakt. Antennenboje, Funkkontakt, Torpedo. Oh Mann, ey. Luftlöcher in einem Torpedo. Finde den Funkraum.